Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Sportlich ist heute jede Menge los. Was, das erfahren wir später mit dir, Christine. Von gut bis nicht ganz so gut, aber guten Abend. Hier sind unsere Themen an diesem Freitag. Bedrängt und blockiert. Bauern lassen ihre Wut an Minister Habeck aus. Eine Aktion, die den meisten Beobachtern deutlich zu weit geht. Es ist angerichtet. Restaurantbetreiber hoffen, dass ihnen die Gäste trotz höherer Mehrwertsteuer nicht davonlaufen. Schlechte Generalprobe, gutes Zeichen. Die Quali zum entscheidenden Springen der Vier-Schanzentournee läuft für Andreas Wellinger eher mau. Wirtschaftsminister Habeck kommt von einem Inselurlaub und kann im Hafen in Schleswig-Holstein nicht an Land gehen, weil wütende Landwirte unter Androhung von Gewalt versuchen, die Fähre zu stürmen. Geschehen gestern Abend. Bundesregierung, Politiker fast aller Parteien und Deutscher Bauernverband verurteilen die Aktion scharf. Seitdem tobt eine Debatte über Radikalisierung und Protestkultur. Henna Hebestreit über die Eskalation und Reaktionen. Es ist der turbulente Abschluss eines Kurzurlaubs auf Hallig-Hooge. Hunderte Demonstranten hindern Bundeswirtschaftsminister Habeck am Verlassen einer Nordseefähre. Begleitet von Feuerwerk stechen Schiff und Minister wieder in See. Bundesregierung und auch Oppositionspolitiker sind empört. Aus meiner Sicht ein vollkommen inakzeptables Verhalten. Und diese Chaoten, die dort unterwegs waren, haben dem Anliegen dort wirklich einen Bärendienst erwiesen. Vor allem Landwirte waren an der Aktion beteiligt, die offenbar Teil ist ihres Protestes gegen Subventionskürzungen der Bundesregierung und die zeitweilig aus dem Ruder gelaufen war. Nach Darstellung der Reederei konnten der Kapitän der Hilligen Lei sowie die vor Ort befindlichen Polizeikräfte eine impulsive Erstürmung des Schiffes in letzter Minute verhindern. Vertreter vom Bauernverband distanzieren sich und bedauern, dass der Minister auf einer privaten Reise blockiert wurde. Wir haben irgendwo gelesen, dass Habeck in Schütziel ist, so stand es jedenfalls in dieser Mitteilung, zu einem Gesprächstermin. Niemand hat gewusst, dass er privat da ist. Mit solchen Aufrufen in Foren für Landwirte im Internet war zur Teilnahme an einem vermeintlichen Bürgerdialog aufgefordert worden. Es wurde ein Feuerwerk versprochen. Der Umgang auf dem Land wird immer ruppiger. Bauern beobachten, dass unter den Kollegen Frust und Wut immer stärker über soziale Medien befeuert werden. In der Form ist es relativ neu. In den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren, was da in den sozialen Medien abgeht, was man in Statusmeldungen von WhatsApp sieht oder so, das ist für mich relativ neu. Erst mit stundenlanger Verspätung konnte Habeck das Festland erreichen. Er will das Gespräch suchen mit den Landwirten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Nötigung. Die gestrige Eskalation, die reiht sich ein in eine ganze Serie von Grenzüberschreitungen, die es schon seit einiger Zeit gibt. Sie reichen von Gewaltandrohung bei Protestkundgebungen bis hin zu wüsten Beschimpfungen und Schmähungen im Netz. Was ist da eigentlich ins Rutschen geraten und warum? Dazu Julia Schröter. Eine wütende Menge versucht die Fähre mit Wirtschaftsminister Habeck an Bord zu stürmen. Nur knapp kann die Polizei sie zurückhalten. Hat diese Art des Protests eine Grenze überschritten? Wir ziehen in der Protestforschung eigentlich die Grenze da, wo Gewalt angewendet wird. Wenn vor allem Gewalt gegen Menschen und quasi physische Gewalt gegen Menschen, aber auch digital stattfindet, dann sprechen wir normalerweise nicht mehr von legitimen Protest. Die Wut der Bauern, das steht fest, ist groß. Auch vor drastischen Symbolen wie diesen. Der Ampel am Galgen wird in einigen Orten nicht zurückgeschreckt. Nicht nur Robert Habeck bekam gestern Wut zu spüren, sondern auch der Bundeskanzler. Bei seinem Besuch im Flutgebiet in Sachsen-Anhalt wurde Olaf Scholz lautstark zu verstehen gegeben, dass er nicht erwünscht sei. Verschwinder! Lügner! Die Stimmung, die der Kanzler zu spüren bekommt, ist feindselig und für Protestforscher nicht überraschend. Wir kommen aus der Corona-Krise, wir hatten dann quasi einen Krieg in Europa, eine Energiekrise und jetzt haben wir eine harte Haushaltssituation. Und das alles zusammen baut Frustration in der Bevölkerung, das braucht eine gewisse, das politische Vertrauen wird verloren und das führt dazu, dass diese Kombination von unterschiedlichen Faktoren eine gewisse Gewaltbereitschaft, Gewaltpotenzial tatsächlich den Nährboden liefert.
Das Problem ist nicht der Protest an sich, sagt der Forscher, sondern wie protestiert wird. Ein gewaltfreier Umgang miteinander, das wäre auch wichtig für die Landtagswahlkämpfe in diesem Jahr. Gehen die Bauern zu weit, fragen wir bei ZDF heute live um 19.30 Uhr auf unseren Social-Media-Kanälen. Wer Habecks Fähre im Hafen blockierte, wo der Demo-Aufruf seinen Anfang nahm und wer für den Protest warb, das können Sie alles nachlesen in unserer ZDF heute App. Wie könnte eine Zukunft für die Menschen in Gaza aussehen, wenn der Krieg gegen die Hamas vorbei ist? Israels Verteidigungsminister Gallant hat jetzt seinen Plan skizziert. Zentraler Punkt: Auch nach Kriegsende will Israel die Verantwortung für die Sicherheit im Gazastreifen übernehmen. Die Verwaltung des Gebiets soll aber in die Hände der Palästinenser gegeben werden. Und eine multinationale Taskforce unter US-Leitung soll den Wiederaufbau steuern. Michael Beverunge. Noch herrscht das Gesetz des Krieges in Gaza. Krieg gegen die Terroristen der Hamas. Doch getroffen werden nicht nur die, wie die Videos der israelischen Armee zeigen sollen, sondern auch die Zivilbevölkerung. Dieser Vater weint um sein Kind. Von Israel erwartet er nur das Schlimmste. Das sind Kriminelle und die Mörder von Kindern. Wir haben mit all dem nichts zu tun. Sie ermorden unsere Kinder und Frauen. Die israelische Regierung nimmt Demokratie und Menschlichkeit für sich in Anspruch, aber sie ist unmenschlich. Israels Verteidigungsminister Gallant hat nun Eckpunkte für die Zeit nach dem Krieg vorgestellt. Die wichtigsten Punkte: komplette Kontrolle durch das israelische Militär vorerst, zivile Selbstverwaltung auf lokaler Ebene durch unbelastete Palästinenser und Wiederaufbau mit Hilfe einer internationalen Taskforce. Deutschland, der wichtigste Partner in Europa, reagiert erstmal zurückhaltend. Es darf keine Besetzung des Gazastreifens geben, keine Vertreibung und keine Verkleinerung des Territoriums. Zugleich darf für Israel keine Gefahr aus dem Gazastreifen mehr ausgehen. Noch sind viele Fragen für den Tag danach offen und damit die Zukunft der ganzen Region. Da wollen wir nachfragen bei Michael Beverunge in Tel Aviv. Michael, wie viele Chancen hat der Gallant-Plan auf politische Umsetzung? Natürlich ist das Konzept von Gallant noch voller Widersprüche und weist viele Leerstellen auf. Aber zum ersten Mal in diesem Krieg hat ein ranghohes Mitglied der Regierung, dazu noch der zuständige Minister, zumindest mal eine grobe Skizze vorgelegt, wie denn eine Nachkriegsordnung für Gaza aussehen könnte. Da sind natürlich noch viele Fragen offen. Zum Beispiel, wie lange soll denn diese vorläufige Quasi-Besatzung durch Israel erstmal andauern? Wird es eine Abriegelung des Gazastreifens geben? Wird es zur Vertreibung oder zur erzwungenen Umsiedlung von Palästinensern dort kommen? Was ist mit den lokalen Beamten? Wie weist man nach, dass die nichts mit der Hamas zu tun hatten? Und natürlich auch die Rolle der palästinensischen Autonomiebehörde. Die USA sehen sie gerne dort in einer größeren Rolle, als das Premierminister Netanyahu will. Und dann ist natürlich die ganz große Frage, wie wird denn das Ganze zu einer vielleicht noch größeren Friedensordnung Gaza und Westjordanland zusammengebunden, damit diese Region endlich mal eine friedliche Perspektive hat. Michael Happ, vielen Dank nach Tel Aviv. Jetzt zum Tarifkonflikt bei der Bahn. Da kommt das Unternehmen der Lokführergewerkschaft GDL entgegen und ist jetzt doch zur Verkürzung der Wochenarbeitszeit bereit. Die GDL hatte für Schichtarbeiter 35 statt bisher 38 Stunden bei vollem Lohnausgleich gefordert. Die Bahn bietet jetzt ein Wahlmodell mit einem Korridor zwischen 35 und 40 Stunden an, allerdings bei entsprechend weniger Lohn. Für Mittwoch lädt die Bahn die GDL zu neuen Verhandlungen ein. Es war ein Überbleibsel aus der Corona-Zeit, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für die Gastronomie. Jetzt werden in den Restaurants statt 7 wieder 19% für Speisen fällig. Und darum haben viele Wirte im neuen Jahr die Speisekarten neu gedruckt und die Preise teils kräftig erhöht. Suat Kaldi berichtet. Pasta mit Rindfleisch und Garnelen im Kieler Restaurant Nil. Aktueller Kurs 21,50 Euro. Ab Februar wird Betreiber Konstantin Kocher bei den Preis der Pasta erhöhen auf 23,91 Euro. Ein Plus von 2,41 Euro.
Die große Befürchtung ist, dass die Gäste ausbleiben und nicht mehr bereit sind, die Preise, die wir brauchen, um wirtschaftlich zu bleiben, zu bezahlen. Der Gaststättenverband befürchtet eine Pleitewelle. Die Branche leide ohnehin unter steigenden Kosten. Deswegen sollten die 7% beibehalten werden. Es geht auch um Steuergerechtigkeit im Verhältnis zu den Bäckern, Schlachtern, Tankstellen, Bistros etc. außer Hausservice, die zahlen 7%. Eine dauerhafte Senkung der Steuer würde jährlich 3 Milliarden Euro kosten, so Fachleute. Die 7% seien in der Pandemie- und Energiekrise eine richtige Maßnahme gewesen, aber die Lage nun eine andere. Die Rechtfertigungsgründe sind weggefallen und die aktuellen Herausforderungen treffen alle Branchen. Dann sollte man nicht mit einem selektiven Instrument eine Branche begünstigen. Bleibt die Hoffnung, dass die Gäste trotz steigender Preise nicht auf Restaurantbesuche verzichten wollen. Er begann als einzelner Optiker und schuf ein ganzes Brillenimperium. Günther Fielmann gilt als einer der erfolgreichsten deutschen Unternehmer und starb jetzt mit 84 Jahren. Fielmann eröffnete 1972 in Cuxhaven sein erstes Geschäft und brachte bald die gesamte Zunft gegen sich auf, denn er machte modische Brillengestelle auch für kleinere Geldbeutel erschwinglich. Heute hat seine Kette mehr als 23.000 Mitarbeiter und sieht sich weltweit als Nummer 3 der Augenoptikbranche. Unter großer Anteilnahme ist Wolfgang Schäuble heute in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt worden. An der Trauerfeier in der Stadtkirche nahmen neben der Familie auch zahlreiche Politiker teil. Sie würdigten den früheren Bundestagspräsidenten als einen der bedeutendsten Politiker der Bundesrepublik. Schäuble war am zweiten Weihnachtstag mit 81 Jahren gestorben. Luisa Huben berichtet. Sie sind gekommen, um Abschied zu nehmen von einem Vertrauten, einem Freund, einem großen Staatsmann, von Wolfgang Schäuble. Wir müssen Wolfgang Schäuble hergeben und hätten ihn noch so gerne bei uns gehabt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag war Schäuble mit 81 gestorben. Noch am Heiligabend hatte er selbst hier in der Stadtkirche Offenburg ein letztes Mal Gottesdienst gefeiert. Der heutige stand im Zeichen der Dankbarkeit für Schäubles Leben, Wirken und die gemeinsame Zeit. Wir verneigen uns mit großem Respekt, mit Dankbarkeit und mit Zuneigung vor Wolfgang Schäuble, einem großen Sohn unseres Landes. Als Bundestagspräsident, Innenminister, Finanzminister hatte Schäuble mehr als 50 Jahre deutsche Politik geprägt. Immer an seiner Seite seine Frau Ingeborg und die 4 Kinder. Du hast uns gezeigt, dass sich die Starken um die Schwächeren kümmern müssen. Du hast uns gezeigt, dass man nach Niederlagen wieder aufstehen kann. Du hast uns gezeigt, dass man sich selber nicht so wichtig nehmen soll. Und du hast uns gezeigt, was mit Wille möglich ist. Papa, du warst ein Gesamtkunstwerk. Tausende säumten die Straßen, als sein Sarg zum Waldbachfriedhof getragen wurde. Dort liegt Wolfgang Schäuble nun begraben. Zwei Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine. Da geraten andere Konflikte und daraus resultierende Konsequenzen aus dem Blickfeld. Zum Beispiel dieser hier. Es geht um den Sudan im Nordosten von Afrika. 2021 putschte dort das Militär. Danach entbrannte ein Konflikt zwischen zwei Generälen, der im vergangenen Jahr dann eskalierte. Und seitdem kämpft die Armee unter Machthaber al-Burhan gegen den ehemaligen Vize Daglo und dessen Miliz. Mehr als 7 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Das Internationale Rote Kreuz spricht von einer katastrophalen humanitären Situation. Mehr von Goline Atay. Sie plündern, rauben und vergewaltigen systematisch Frauen und Mädchen. Die Milizen des Generals Mohammed Hamdan Daglo sind auf einem Siegeszug in Sudan. Nabil Ahmad, Arztassistent aus dem Westen Sudans und nun in den Tschad geflohen, hat ethnische Säuberungen erlebt, als Milizen sein Krankenhaus einnahmen. Er wurde festgenommen, gefoltert und Augenzeuge von Massakern. Ich habe gesehen, wie die Milizen 20, 30 lebende Menschen in einen Graben geworfen haben und dann einige gezwungen haben, die anderen lebendig zu begraben. Die Paramilitärs filmen ihre Mordzüge oft selbst. Auch den Graben, in dem Nabil Ahmad die grausame Szene sah.
in einem Kinderkrankenhaus im Westsudan. Wer sein Kind gefahrlos hierher bringen und sich eine Behandlung leisten kann, gehört zu den Glücklichen. 3,5 Millionen Kinder unter 5 Jahren sind mittlerweile unterernährt. Wir haben einen Mangel an Fertignahrung für Unterernährte. Wir können daher derzeit nur absolute Notfälle aufnehmen. Sudans zweitgrößte Stadt, Wad Madani. Aus der Hauptstadt Khartoum hierher Vertriebene müssen erneut fliehen, weil die Paramilitärs immer mehr Landesteile erobern. Einwohner, die es nicht rechtzeitig hinausschafften, erleben unter den neuen Machthabern Gewalt und Willkür. Jedes Mal, wenn wir an einen Ort gehen, den wir sicher glaubten, ändern sich die Dinge am nächsten Tag. Wo sollen wir nun hin? Wohin? Sagt es mir. Die UN sprechen von der größten Vertreibungskrise der Welt. Der Sudan steht vor dem Zusammenbruch. Der frühere südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius ist aus der Haft entlassen worden, auf Bewährung. Der 37-Jährige lebt zunächst im Haus eines Onkels, das er nur mit Erlaubnis verlassen darf. Der ehemalige Ausnahmeathlet, der beide Unterschenkel amputiert hat, steht noch 5 Jahre unter Aufsicht. Er hatte 2013 seine Freundin Reva Steenkamp mit 4 Schüssen durch eine Tür getötet. Pistorius war wegen Totschlags zu 13 Jahren und 5 Monaten Haft verurteilt worden. Ein Feuer in einer Klinik in der niedersächsischen Stadt Uelzen hat mindestens 5 Patientinnen und Patienten das Leben gekostet. Mehr als 1 Dutzend Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Brand brach gestern Abend im 3. Stock aus und griff auf mehrere Zimmer über. Die Ursache ist noch unklar. Rund 140 Einsatzkräfte retteten mehrere Patienten aus ihren Zimmern, teils über Leitern. Jetzt zum Hochwasser in weiten Teilen Deutschlands. Beim Blick in den Himmel, da keimt ein wenig Hoffnung auf der Dauerregen. Jedenfalls ist wohl erstmal vorbei. Aber es wird dauern, bis das Wasser abgelaufen ist. Und so lange bleibt die Lage trotz Hilfe und großer Solidarität an den durchweichten Deichen auch weiter brisant. Christian Volk berichtet. In Hagen-Grinden in Niedersachsen lassen sie sich vom Hochwasser nicht aus der Ruhe bringen. Mehr als 1,5 Wochen waren die Bewohner von der Außenwelt abgeschnitten. Teils ohne Strom, ohne Kanalisation und noch immer steht das Wasser. Seit Tagen hilft hier jeder jedem. Einige, die neu sind im Dorf, die sind dadurch eigentlich erst so richtig in unsere tolle Gemeinschaft reingekommen. Und das war einfach eine tolle Erfahrung für die, aber auch für uns. Silvester sind viele der Dorfbewohner zusammen, kommen mit dem Boot oder mit Warthosen. Zusammenhalt stärkt. Das ist auch das Motto in Ahlden in Niedersachsen. Stundenlang schleppen Einsatzkräfte und Helfer in der Nacht Sandsäcke. Insgesamt sind es 60.000 Stück. Sie sorgen dafür, dass eine Straße nicht durch die Wassermassen absackt. Wir haben zurzeit jetzt gerade in der Nacht Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Die sind natürlich für die Einsatzkräfte entsprechend belastend, gerade für die Kameraden und Kameradinnen der DLRG, die hier auch im Wasser tätig sind. In Sangerhausen in Sachsen-Anhalt haben die Anwohner Angst vor einem durchgeweichten Damm. Damit der nicht bricht, ist nun erstmals auch die Bundeswehr mit etwa 2000 Soldaten im Einsatz. Hauptaufgabe: Hunderttausende Sandsäcke befüllen und verteilen. Wir sind im Prinzip jetzt diejenigen, die für die zivilen Einsatzkräfte für ein bisschen für Entlastung sorgen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ordentlich mit Manpower, aber eben auch mit Technik, also speziell Gelände gegen ihren LKW, an die Arbeitsorte zu fahren. Etwa 1,5 Wochen sollen die Soldatinnen und Soldaten zunächst vor Ort in Sangerhausen bleiben und mithelfen. Ja, quasi von ultranass zu ultrakalt, wie derzeit in fast ganz Skandinavien. Tageshöchsttemperaturen dort etwa minus 25 Grad. Im Süden Schwedens blieben Lastwagen stecken. Im Norden musste in etwa 4000 Haushalten der Strom abgestellt werden. In Finnland wurden nachts Temperaturen von minus 42 Grad gemessen. Ab Sonntag soll es dann milder werden. Dann kommt die Kälte über Russland und das Baltikum zu uns nach Deutschland.
Jetzt sind wir beim Sport, beim Skispringen, Christine. Und für Andreas Wellinger gab es da bei der Vierschanzentournee einen kleinen Dämpfer. Ja, gibt sich aber weiter recht cool. Platz 9 in der Qualifikation für Andreas Wellinger am Tag vor dem großen Showdown der Tournee in Bischofshofen. Wohl wissend, dass sein ärgster Konkurrent, der gesamtführende Ryoyo Kobayashi aus Japan, souverän am weitesten flog. Kopfschütteln bei Andreas Wellinger. Der Qualifikationssprung in Bischofshofen misslingt, weil er am Schanzentisch viel zu spät agiert und so nur auf 128 Meter kommt. Das reicht lediglich zu Rang 9, weit hinter dem tourneeführenden Japaner Ryoyo Kobayashi, der mit 138 Metern die größte Weite des Tages schafft, stolze 10 Meter weiter als Wellinger. Das heißt nur lange nichts. Es ist Skispringen in Tagesform, man braucht das richtige Gefühl und man muss dann einfach in einen Rhythmus, in einen Flow reinkommen, der am Ende weit fliegt, und das werden wir für morgen vornehmen. Die Hoffnung bleibt also bei Wellinger. 2,5 Meter muss er aufholen. Vielleicht kommt ihm ja der für morgen angesagte Regen zu Hilfe beim Tourneefinale. Mit 2 Podestplätzen für die Deutschen begann ziemlich eindrucksvoll der Biathlon-Weltcup in Oberhof-Thüringen. Zuerst gewann Benedikt Doll den Sprint der Männer und im Anschluss wurde Franziska Preuß bei den Frauen Zweite. Es ist richtig gut gelaufen für Benedikt Doll, fast perfekt sogar. Das erste Schießen top, doch beim zweiten trifft er mit dem 5. Schuss nicht ins Schwarze. Doll geht trotzdem in Führung, muss aber auf Fehler der Konkurrenz hoffen. Ich muss ehrlich sagen, ich war heute ein bisschen überrascht, dass ich nach dem zweiten Schießen, also nach dem Stehenschießen, in Führung lag. Eigentlich habe ich gedacht, der Johannes Hingesbø hat 0 geschossen. Doch der Norweger schießt 2-mal daneben. Sein Landsmann Holm Lagerreth 1-mal. Und Benedikt Doll feiert mit 1,8 Sekunden Vorsprung auf Lagerreth seinen 2. Sprintsieg der Saison. Bei den Frauen bleibt Franziska Preuß beim Schießen fehlerfrei. In der Loipe verliert sie aber Zeit. Dennoch ist nur die Französin Justine Brezège-Boucher schneller als die Deutsche und gewinnt. Ja, und Down Under steht das deutsche Tennisteam beim United Cup in Sydney im Halbfinale. Nach dem Erfolg von Alexander Zverev und der Niederlage von Angelique Kerber in den Einzeln sichert Olympiasieger Zverev gemeinsam mit Laura Siegemund im entscheidenden Mix-Doppel das Weiterkommen durch den Zweisatzsieg gegen das Duo aus Griechenland. Morgen wartet Gastgeber Australien. Tja, da muss dann schon alles klappen. Dann vielen Dank, Christine. Wir hatten es gerade schon angedeutet, es wird kälter und es fällt häufiger Schnee. Details zum Wochenendwetter gibt es gleich von Katja Horneffer. Landwirtschaftsminister Özdemir ab 22 Uhr im Heute-Journal-Interview mit Christian Sievers. Das gesamte 19 Uhr Heute-Team bedankt sich fürs Zuschauen und wünscht einen angenehmen Start ins Wochenende. Guten Abend. Das Tief, das den Alpen viel Schnee bringt, zieht bis Sonntagabend weiter nach Osten. Und dann dominiert bei uns in Mitteleuropa dieses Hoch. Und das bringt sehr tiefe Temperaturen mit und sorgt auch dafür, dass es von Norden immer sonniger wird. Heute Nacht müssen Sie sich noch auf glatte Straßen einstellen im Norden, denn dort fällt Schnee, aber auch am Alpenrand, denn da zieht der Schnee langsam weiter nordwärts. Am ehesten trocken bleibt die Nacht hier zwischen Sachsen und dem Saarland. Die Temperaturen dazu sinken auf 4 Grad am Rhein und bis minus 2 Grad im Nordosten. Und morgen liegen dann die Höchsttemperaturen rund um die Uckermark bei dauerfrostigen minus 1 Grad. Milder wird es am Mittel- und am Oberrhein mit 6 Grad. Und auch morgen sollten Sie sich noch auf Schnee gefasst machen hier in Norddeutschland. Und auch im Alpenvorland gibt es weitere Schneefälle. Am ehesten trocken ist es noch zwischen der Neiße und der Mosel. Und auch am Sonntag fällt noch Schnee im Alpenvorland. Dann aber setzt sich von Norden immer häufiger die Sonne durch und es wird merklich kälter. Am Dienstag bei Höchsttemperaturen von minus 7 bis plus 2 Grad. Guten Abend.